Vers 6. Der Herr von Gokula ist die transzendentale höchste Gottheit, die Verkörperung ewiger Ekstasen. Er ist der Gebieter aller Gebieter, stets darin vertieft, die Freuden des transzendentalen Reiches zu genießen. Er hat keinen Umgang mit der materiellen Energie. Erläuterung: Krishnas einzigartige innere Energie, die spirituell ist und als Krishnas persönliche Kraft wirkt, hat seine Spiele von Goloka bzw. Gokula manifestiert. Durch ihre Gnade können individuelle Seelen, die Bestandteile der marginalen Energie sind, sogar zu diesen Spielen Zugang finden. Die illusionierende Energie, die vom Wesen her das verzerrte Spiegelbild der spirituellen Chit-Energie ist, befindet sich auf der anderen Seite des Viraja-Flusses, der das Brahma-Dham umgibt, indem er als äußere Umrandung Golokas die Grenze von Maha-Vaikuntha bildet. Da Goloka von allem Weltlichen absolut unberührt bleibt, schämt sich die illusionierende Energie, die weit davon entfernt ist, mit Krishna Kontakt zu haben, in seinem Blickfeld zu erscheinen.